bekommen eine Verstärkung bei unserem kleinen Ausflug. Leonid, bitte leg die Dame doch in Ketten, ja? Ihrem kleinen Ausflug? Sie haben keine Ahnung, wofür Sie das Geld von der Mafia eigentlich bekommen haben, stimmt's, Admiral? Kleine, wer du bist und was du weißt, interessiert mich nur wenig. Wenn ich der Kapitän auf meinem eigenen Schiff wäre, würde ich dir vielleicht sogar zuhören. Aber bedauerlicherweise erlaubt mir meine derzeitige Situation ein solches Privileg nicht. Wenn du also einfach die Klappe halten und mitgehen würdest, das wäre sehr brav von dir. Hier rein, bitte. Sie begehen einen großen Fehler und Sie wissen es. Sie öffnen diese Türe unter gar keinen Umständen. Verstanden? Jo, willkommen zurück zu einer neuen Folge Tomb Raider 5. Nachdem in der letzten Folge Koteletten Johnny und Muskelmoritz auf uns gehetzt wurden, sind wir hier eingesperrt und müssen raus. Da wir Lara Croft sind, ist das kein Problem und wir sind in einem neuen Level des Submarine. Herzlich willkommen. Das sieht doch so aus, als könnten wir uns eine Brechstange organisieren. Ha! Ha! Brain, Junge! Brain! Ja, das war natürlich ein richtiger Wuchter. Okay, und jetzt können wir hier raus. Nein. Okay. Lara, wir könnten uns auch einfach schlafen legen und die Sachen nochmal in Ruhe überdenken. Aber sie will das nicht. Sie ist eine Frau, die Action liebt. Okay. Anscheinend können wir vielleicht hier die Brechstange benutzen. Ist das so einfach? Nein! Wir brauchen einen Schlüssel. Den wir hierher kriegen. Nein, okay. Der befindet sich natürlich, wie wir alle wissen, Wunderschön. Um die Ecke. Es gibt ja, ich weiß nicht, nur 5 Sachen, mit denen du interagieren kannst und ich finde es nicht, ne? Wir haben eine Brechstange. Wir müssen irgendwas abbrechen oder so. Doch! Ich stand auf der falschen Seite. Okay. Wir haben das mega schwere Rätsel gelöst. Wofür ich schon wahrscheinlich zu lange gebraucht habe. Was zur... Hört ihr das? Ich raste gerade auf meiner Taste aus und sie nimmt keine Waffen. Ich habe keine Waffen! Okay, wir haben keine Waffen. Und ich mag übrigens die Spinnweben. Wir haben keine Waffen, okay. Wir kriegen das hier, müssen Lara Croft zur Not erschlagen. Wir die einfach mit unseren Atombusen und dann haben wir die Welt auch wieder erfolgreich gerettet. Das ist kein Problem. So, spring, danke. Gibt es überhaupt einen Tomb Raider-Teil, wo du dann mal keine Waffen hast? Ich weiß nicht, wie so Tomb Raider 2 ist. Ich habe da neben Tomb Raider 5 die schlechtesten Erinnerungen dran. Ist auch der Teil, den ich mit Abstand am wenigsten gespielt oder gesehen habe oder... Mark! Ja. Okay. Ja, das wird einstürzen oder ist eingestürzt. Was ist hier rechts? Ja. Hä? Das ist eine Leiter? Okay, hätte ich jetzt nicht als solches deklariert, ehrlich gesagt. Bis jetzt gefällt mir das gut, ganz gut. Das ist so ein bisschen sneaky, ein bisschen aufpassen, ein bisschen Flucht, ein bisschen ballern. Nee, ballern wäre ja schön, ne? Aber ich mag es. Bis jetzt ist es ganz adrett, das Level. Und schön den Dreck unter den Schuhen beobachten. Okay. Das ist eine Leiter. Dann gehen wir halt mal hier runter. Oh Gott, blaues Disco-Licht. Die Polizei ist in der Nähe. Hilfe! Ich sehe halt auch nichts, ne? Außer ihre wunderschönen, voll busigen Lippen. Was? Egal. Gibt's hier irgendwas zum Aufheben? Oder was hat denn das für einen Sinn? Durch die
verfickter Kameraeinstellung war es mir auch nicht... Ah, Moment. War es mir auch nichts möglich. Nichts möglich zu sehen. Ich kann kein Deutsch mehr. Aber das sieht doch gut aus. Sind wir von hier gekommen? Nee, es ist... Natürlich. Was sollte es sonst sein als ein Secret? Vielen herzlichen Dank. Das ist Ihre Prämie, weil Sie Tomb Raider 5 gekauft haben und bis jetzt noch nicht komplett durchgedreht sind. Okay, dann, warte, es gibt drei, Gänge. Es wird ja nicht so schwer sein. Das heißt, wir müssen da lang. Okay, da ist die nächste Leiter. Das sieht doch ganz gut aus. Ich habe Hoffnung. Ich hoffe, wir bleiben übrigens nicht so lang ohne Waffen, weil das könnte ein bisschen wehtun. Wieso wehtun? Für eure Ohren, denn ich werde die ganze Zeit nur rumheulen, schreien und botzen, wenn ich keine Waffen habe. Aber das ist ja nicht mein Problem. So. Und hier ist das, was ich in Erinnerung hatte. Irgendwelche Elektroschläger. Das macht meine Augen kaputt. Von denen wir ganz bestimmt nicht getroffen werden dürfen. Und wir müssen ganz bestimmt geradeaus da, wo alle drei schwingen. Und nicht nur an die... An die Seite. Ich habe auch keine Ahnung, ob das Instant-Kill ist. Und unter mir ist, glaube ich, keine Leiter. Okay, bis jetzt ist es noch relativ eindeutig. Ich meine, wir haben... Okay, jetzt haben wir einen Raum. Bis jetzt nur Luftschächte gehabt. Krieg ich bitte meine Waffen zurück? Ha! Emergency! Call 101! Das bringt jetzt auch nichts mehr. Da ist Hopfen am meisten verloren, tatsächlich. Ja. Ja, nimm dir mal einen Farbbolzen mit. Okay. Ein Medipack, das ist gut. Dazu sage ich jetzt nicht prinzipiell nein. Dieses Disco-Licht macht mich wahnsinnig. Ich hatte ja mehr so mit Waffen gehofft. Bitte? Lara? Nichts? Okay. Danke für nichts. Ah gut, es wäre aber auch lame, wenn du... Was? Eine Sicherung? Nee, eine Batterie. Minus. Oh Gott. Oh Gott, wetten, wir müssen auch eine Plus finden. Oh Gott, wir brauchen einen Schlüssel. Wir sind am Arsch. Okay, gehen wir erstmal wieder zurück. Wir behalten einen klaren Kopf. Atme tief durch. Und versuchen nicht zu überventilieren. Okay. Minus Batterie. Das ist gut. So, es ging ja noch hier an der Seite weiter. Ich wurde bis jetzt noch nicht getroffen. Ich weiß nicht, ob die mich hier von dieser Position gerade treffen können. Aber bis jetzt sieht es ganz gut aus. Und es scheint, ich würde gern da runter, aber ich kann nicht. Warte mal, bin ich hierher gekommen? Oh Gott, ich weiß es nicht, ich habe kein Gedächtnis. Nee, ich glaube, wir müssen da rüber, ne? Wir sind von hier gekommen. Okay. Nee, sind wir von... Wieso habe ich so ein scheiß Gedächtnis? Wahrscheinlich war das der richtige Weg und ihr sitzt gerade vor dem Rechner und denkt euch, nein, du gehst wieder zurück. Du warst doch schon richtig. Schalt deinen Kopf an. Und ich denke mir nur so, wo ist rechts, wo ist links und die Sonne scheint. Das ist das, was in meinem Kopf vorgeht. Ohne Witz, ich weiß wirklich nicht, bin ich von hier gekommen? Es sieht so aus. Müssen wir wieder... Oh, ich weiß es doch nicht, ich will doch nur hier raus. Ich will Kinderpinguin essen. Okay, also, ich glaube... Nee, wir sind von hier gekommen. Ja, du da vor dem Bildschirm, vor deinem Handy, vor deinem Endgerät. Du kannst aufhören rumzuschreien. Ich habe es gemerkt, dass ich den falschen Weg gegangen bin. Glaube ich. Und nachher war es doch der richtige. Ach. Leck mich doch am ökonomischen Tomb Raider Hintern. Gut, dann klettern wir hier hoch. Oh, der geile Dreck unter dem Schuh. Okay, mal ein bisschen die Augen erholt, das Disco-Licht verschwindet. Das ist wirklich ein bisschen anstrengend für die Augen, weil es so grell ist. Jetzt scheinen wir aber richtig zu sein. Ja, hier war ich noch nicht. Okay. So. Mit S und mit O.
Wir sind neben dem deutschen U-Boot. Jetzt werden wir herausfinden, ob seine Fracht noch intakt ist. Die Taucher sollen sich fertig machen. Und werden wir auch irgendwann erfahren, wonach wir eigentlich suchen? Sie werden genug erfahren, um es zu erkennen. Da. Aber mehr Informationen würde Ihr begrenzter Intellekt wahrscheinlich nicht verkraften. Meiner vielleicht nicht, aber eventuell der Verstand der Spionin, die wir an Bord geschnappt haben. Eine Spionin? Ich hoffe doch, Sie haben sie ausgeschaltet. Nieta! Wir müssen zwar mit ihren Wölfen heulen, aber wir werden nicht ebenso wahllos morden. Idiot! Ich werde diese Agentin erledigen, wenn ich zurückkomme. Bringen Sie das Boot in Position! Schnell, Genosse! Backbord 5 Grad. Steuerbordmaschine ein Viertel voraus. Alle Maschinen stopp! Achtung! Alle Tauchmannschaften sofort auf ihre Stationen! Okay, wir sind hier. Und ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle erstmal Feierabend für heute. Wir haben eine Minusbatterie, wir haben keine Waffen, wir sind am Arsch. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge Tomb Raider 5 mit der geilen atombusigen Tussi, die ich hier steuere. Bis dahin, ciao!